Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu Motorsport Manager. Und ich mache auch jetzt nochmal, auch wenn ihr das gestern schon gesehen habt, mache ich nochmal Aufruf. Wir wollen ein bisschen rausfinden, wie bitte wollen wir unser... Kann ich hier gucken. Wie bitte wollen wir denn unser Let's Play zu Ende bringen? Okay. Wollen wir das jetzt hier nach dem 10. Rennen, das hier ist ja Rennen 9 und das ist Training von Rennen 9, sagen wir es mal so. Wollen wir nach 10 Rennen aufhören oder wollen wir noch eine zweite Saison in der gleichen Liga fahren? Ist das spannend genug für euch? Hättet ihr da Bock drauf oder eher nicht? Das bitte doch einfach mal in die Comments schreiben. So, wir machen mal diese Strategie einmal mit Medium und einmal mit Soft, weil mir der Tourstar geschrieben hat, in seinen Rennen fährt er mit beiden und kann auch mit beiden dann Punkte sammeln, also hier oben das aktive Wissen sozusagen raushauen. Das ist natürlich gut, aber wahrscheinlich, meiner Meinung nach, schafft er dann eine Stufe weniger. Wir werden das ausprobieren und ändern mal die Konfigurationen. Also wir müssen nochmal gucken, mit dem Abtrieb ist quasi eher auf Kurven oder eher auf Geraden ausgelegt, weniger Abtrieb. Es sind nicht so viele Kurven hier da. Ich würde mal sagen, ein bisschen weniger Abtrieb ist da schön. Hoppala, machen wir mal so. Fahrverhalten, da schauen wir mal rein. Ne, das machen wir mal so. Und dann gucken wir mal, die Geschwindigkeitsbalance mehr auf Beschleunigung zu setzen. Und ja, vielleicht mal so reinzugehen. Das ist natürlich, kann man eigentlich Konfiguration laden? Ich habe leider keine gespeichert. Das wäre natürlich nice, wenn ich die speichern würde zwischendurch. Ja. Das wäre schon cool. Und hier machen wir das gleiche mal so ein bisschen. Ja, hier sieht man natürlich, das Fahrverhalten ist hier deutlich anders. Man muss deutlich mehr in Richtung Untersteuerung gehen. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich auch mehr in die Maximalgeschwindigkeit. Ne? Ich glaube, das macht so viel mehr Sinn. Nehmen wir nochmal die erste. Das macht hier, glaube ich, hier gar keinen Sinn, in die Beschleunigung, sondern in die Maximalgeschwindigkeit zu gehen. Und tatsächlich hier vielleicht ein bisschen in die Untersteuerung. Also das wäre halt einfach Fullspeed fahren, ne? So. So wird ein Schuh draus. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das an. Wir gehen zum Training. Auf geht's. Wilde Fahrt heute. Losschicken. Das darf man nicht vergessen hier direkt, wenn man da weiter gedrückt hat, also auf Training gedrückt hat, dass es dann direkt losgeht. Ja, sonst wird ein bisschen schwierig. Strategie ist, wir fahren mal auf hoch. Wir hatten da in den vergangenen Momenten immer ein bisschen Struggle mit. Und gucken uns das Ganze mal an. Liao und Teng. Naja, Teng macht halt jetzt hier quasi für Schmidt die Karre klar. Es ist trocken, das heißt natürlich eher auf den soften Reifen zu fahren, macht Sinn. Ja, die Frage ist ein bisschen, wie viele Runden kommen wir damit. Also ihr seht auch hier, alle fahren auf den soften. Aber morgen soll es regnen. Das ist halt natürlich gefährlich. So, die fahren jetzt, ihr wisst ja, wir machen das einmal ein bisschen... Rüstungen sind perfekt. Okay, dann holen wir uns einmal mal rein. Wenn wir hier die Rückmeldung bekommen, dann gehen wir direkt rein und justieren neu, dass wir halt möglichst gut auf die 95% kommen. Wir müssen hier diese Rundenzeiten nicht fahren. Das ist gerade für uns 0,0 interessant. Die Medium-Reifen sind ein bisschen langsamer natürlich, aber... Die halten natürlich länger und bei 21 Runden könnte man natürlich sagen, da werden wir vielleicht gut bedient. So, wer kommt zuerst rein? Liao? Ne, Tank kommt zuerst rein. Ist auch egal, kommen nahezu zeitgleich rein. 88%. Okay, ausgezeichnet, hervorragend, gut, gut. Ja, okay. Dann gucken wir mal, ob wir uns hier noch ein bisschen verbessern können. So vielleicht, ja. Probieren wir das mal.
Einfach um zu sehen, in welche Richtung der ganze Spaß hier geht. Ihr seht, die halten 9 bis 11 und die halten halt 13 bis 15. Bei 21 Runden konnten wir einmal Weiß, einmal Medium fahren. Ach, das ist echt... Also es macht einfach für mich also wirklich keinen Spaß. 95%, what the heck? Alles klar, what the fuck? 95%, da brauchen wir ja nicht mehr so viel machen. Da können wir so ein bisschen rumfuchteln. Ein bisschen mehr Abtrieb vielleicht hier so. Probieren wir einfach mal. Ja, bitteschön, los und raus damit. Schnellste Runde. Wir sind schon... Achso, wir haben... Ich wollte gerade sagen, wir haben doch schon... So. Ja, ob der jetzt hier Erfahrung sammelt, wenn wir ihn auch im Training schicken, ich weiß es nicht. Wo ist denn unsere Kamera? Ah ja, da. Mhm. So ein bisschen nur parallel zum Ziel mal da hinstellen. Ja, hier oben seht ihr ja, was die hier jetzt gerade machen. Also hier zum Beispiel, Stufe 1 ist Renntrim, Reifenmittel ist schon relativ weit fortgeschritten. Das liegt daran, dass das Liao macht, der hat einen höheren Feedbackwert. Und Stufe 0, ja, für die weichen Reifen. Das Fahrverhalten ist perfekt. Ja, dann komm doch mal rein. Und dich holen wir auch gleich mal rein. Die haben wir noch keine Rückmeldung bekommen. So, ich habe schon gesehen, da waren zwei. Das hat sich nicht geändert. Aha, warte mal, wir haben hier vielleicht hervorragend ein bisschen verloren tatsächlich. Das bedeutet, wir müssen das Fahrverhalten wieder ein Stück nach rechts bringen. So, warte. So wahrscheinlich, ne? Na, da sind wir sogar noch ein Stückchen mehr in die Richtung unterwegs. Interessant. Also, da haben wir uns im oberen Abtrieb haben wir uns auf jeden Fall verbessert. Das ist gut, das können wir so lassen. Im zweiten, im Fahrverhalten haben wir uns verschlechtert, weil wir mehr nach links gegangen sind. Wir müssen ein Stückchen nach rechts gehen. Das ist aber auch okay. Ja, vielleicht können wir uns damit verbessert. Und in dem unteren, da sind wir jetzt im Vergleich zur Vorrunde quasi noch ein Stück in die Maximalgeschwindigkeit gegangen. Das ist ausgezeichnet. Plus 1%. So, den Rest verbrennen wir mal. Ja, wir stellen das gleich wieder ein. Alles klar, ganz ruhig bleiben. Teng, ganz ruhig bleiben. So, du machst hier mal die orangene Strategie, damit wir hier zumindest für die Medium-Reifen nochmal ein bisschen mehr Spaß kriegen. Ja, aber den Soft-Reifen werden wir das nicht kriegen. Und das ist halt ein bisschen das Problem, wenn man einen Fahrer hat mit schlechten Rückmeldewerten, Feedbackwerten, dann kriegen wir halt hier diese Reifennummer nicht durch. Ne? Ärgerlich. Oh, schlecht. Eieiei. Da ist was in die Hose gegangen. Aber wir können gucken. Also oben sind wir gleich geblieben. Alles andere haben wir wesentlich verschlechtert. 14%. Lass mal gucken, was haben wir denn da gemacht jetzt? Also das war gut. Da haben wir wahrscheinlich zu viel Maximalgeschwindigkeit genommen. Und zu viel untersteuert. Puh, 88% ist jetzt aber auch nicht so richtig cool, ne? Gut, wir gehen nochmal auf die zurück. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben es jetzt quasi verschlechtert, verschlimmbessert, sagt man ja da auch, ne? Das Fahrverhalten. Wir könnten natürlich nochmal in die andere Richtung gehen. Oh, warte mal. Konfiguration nutzen. Oh,
Okay, alles klar. Also, wir sind jetzt quasi da, wo wir da sind. Genau, diese Konfiguration haben wir jetzt. Und die grauen sind da, wo wir als letztes Mal hin verbessert haben. Eieiei, das bedeutet, wir würden vielleicht mal die andere Richtung probieren. Dann probieren wir das auch nochmal und wenn das nicht klappt... Also Tang halten wir jetzt im Auge, der fährt eine Runde oder zwei und dann müssen wir nochmal rein. Müssen wir halt nochmal gucken. Puh, dass wir das ordentlich hinkriegen. Ja, und kann ein paar bisschen Runden fahren, das ist okay. Und dann brauchen wir gleich, aber das machen wir mit dem Wetter, nachdem wie das Wetter so angezeigt wird. Ob wir dann trotzdem auf Medium bleiben... 13 bis 15 Runden, das heißt eigentlich... Was heißt das eigentlich, wenn ich anfange? So fühlt sich die Lenkung viel besser an, ja, das freut mich. Wenn wir anfangen und dann fahren wir 9 Runden, könnten wir sogar nur einen Stopp machen, oder? Wenn wir mit dem Weißen anfangen, könnten wir theoretisch nur einen Stopp machen. Das müsste rechnerisch ja hinkommen, ne? Das wäre schon mal der erste Punkt. So, und jetzt holen wir ihn nochmal rein und gucken nochmal, ob der... Danke, das Fahrverhalten ist jetzt viel besser, ja, gerne, aber... Komm nochmal rein. Das Fahrverhalten ist fantastisch. Ja, mach ruhig mal dein Ding. Ja, wo bist du denn überhaupt? Auf Platz 10. Hm, interessant. Tang hat gar keine Rundenzeit. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Er fährt ja sowieso nicht. Wir kriegen auch keinen Bonus, wenn er jetzt irgendwie eine Rundenzeit macht. Von daher, egal. Also wir gucken mal. Wenn die mit den weißen Reifen fahren, dann sind die zwar langsamer, aber brauchen vielleicht nur einen Stopp. Korrekt? Du, eigentlich korrekt. Oh, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Hervorragend. Da haben wir jetzt aber nochmal reingehauen. Ja, hervorragend. 96%, das lassen wir so. Da fuchteln wir gar nicht mehr darum. Sehr gut. Ja, da kannst du dir meinetwegen auch noch eine Runde eine Zeit nehmen. Wir können mal über die Reifen sprechen. Also, 40% Regenwahrscheinlichkeit. Heißt ja im Grunde genommen... Gute Arbeit, alles klar. Heißt ja im Grunde genommen, wenn wir mit den weißen Reifen starten, ja, dann fahren wir, sagen wir mal, 13 Runden damit. Das ist das Mindeste, oder? Das ist ja die Frage, ob wir ein solides Rennen fahren wollen oder ob wir ein Rennen fahren wollen mit ein bisschen Einsatz und Risiko und so. Renntrimstufe 2 freigeschaltet, hervorragend. Ah, das mit den Soften wird nichts mehr. Bei den soften Reifen sind wir schneller, müssen aber zwei Stops machen. Das Fahrverhalten ist fantastisch. Ja, wunderschön. Das freut mich sehr für dich. Oh, wow, hier. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das ist ja Wahnsinn. Wie sind wir denn da? Er fährt in die Box und er fährt jetzt seine Runde hier gerade. Ich glaube, die zählt dann auch noch bei Tang. Tang, wie auch immer. Wir warten auf 20 Fahrzeuge. 10 Fahrzeuge meine ich natürlich. Ja, Tang ist jetzt nicht die schnellste Maus im Rennstall. Kleine Schikane hier. Kleiner Knick in der Optik. Und jetzt einmal durchs Ziel und dann bist du auf Platz 18. Das ist ja Wahnsinn. Und Santa Anna hat noch nicht mal, ist noch nicht mal gestartet. Aber... Egal, da sind wir mal jetzt nicht so kleinlich. Santa Anna fährt noch. Ja, das wird ein spannendes Rennen. Ring. Puff, was soll ich da sagen? Uff, uff, uff.
genau, das sind die Trainingsergebnisse, die interessieren uns ja nun nicht wirklich. Firebird MRT, ich hoffe, ihr verliert. Ihr habt nämlich drauf gewettet, das ist ja interessant. Das wird spannend. Fan von irgendwem, weiß man jetzt auch nicht. Die Leistung von Dragon Rings Channel war okay. Hoffentlich sehen wir am Sonntag, was sie wirklich drauf haben. Alex Roger in Archer BMR, sie scheinen die perfekte Konfiguration gefunden zu haben. Da gucken wir doch nochmal rein. Wo sind die denn gelandet? Ja, das ist perfekte Konfiguration. Es fahren halt auch echt viele mit den Softreifen. Wir gucken mal ganz gut aufs. Wir gucken nur ganz kurz aufs Wetter, okay? Es ist einfach mega spannend. Es ist einfach. Mir macht das Let's Play auch super viel Spaß, ne? Das muss man einfach auch mal sagen. Ja, es wird auf jeden Fall das erste Rennviertel wird definitiv trocken sein. Wasser auf der Strecke wird es keins geben. Wir müssen die Wetterstation ausbauen, Freunde. Gucken wir uns die Startposition an, vor allen Dingen mit dem im Hinblick auf die Reifenabnutzung, auf die Reifen-Usage hier. In Reihe 1, William Evans, okay, Soft, das sind wir, das zählt natürlich nicht. Soft, die fahren alle mit Soft, ist das so? Hier, 3 Fuß, Octane Racing fährt mit Medium, Nummer 2 fährt mit Medium, 3 fährt mit Medium. 4 Leute fahren nur mit Medium, alle anderen mit Soft. Alter. Ja, das wird ein Spaß. Das werden wir uns morgen angucken. Das Rennen wird morgen entschieden, nicht heute. Heute werde ich mir erstmal ein Frühstückchen reinziehen. Ich danke fürs Zusehen, wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.